Köln 50667 Berlin, Tag und Nacht, lange Sendepause. Köln 50667 und Berlin, Tag und Nacht gehen bald in eine längere Sendepause. Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu, eigentlich ein Grund zur Freude. Immerhin zählt das sogenannte Fest der Liebe zu den beliebtesten Feiertagen des Jahres. Einen kleinen Dämpfer gibt es allerdings für alle Köln 50667 und Berlin, Tag und Nacht minus. Fans, die beiden Serien gehen in Weihnachtspause, und das gleich anderthalb Wochen. Köln 50667 Berlin, Tag und Nacht, lange Sendepause. Zwischen die letzte Ausstrahlung in diesem Jahr findet am 23. zur gewohnten Sendezeit statt. Weiter geht es voraussichtlich erst wieder am 4. Januar. Gerade, wenn die Storylines um Jule und Adam, Joe, Paula, Connor und Kim so spannend sind. Stattdessen setzt RTL 2 an den Feiertagen und zwischen den Jahren zu diesen Zeiten beispielsweise auf Klassiker wie Das letzte Einhorn, 24. Dezember, 18.25 Uhr, Zurück in die Zukunft 3, 29. Dezember, 18 Uhr, Ghostbusters, 30. Dezember, 16.05 Uhr, oder Alice im Wunderland, 25. Dezember, 18 Uhr. Für die Produktionsfirma Filmpool ist dies eine Entlastung. Da der Dreh derzeit unter erschwerten Bedingungen stattfindet, bedeutet jeder Tag, an dem die Ausstrahlung pausiert, eine weitere fertiggestellte Episode in der Hinterhand zu haben. Falls doch mal ein Castmitglied ausfallen und dessen Storyline kurzfristig umgeschrieben werden muss. Scheint also, als müssten wir uns noch ein Weilchen gedulden, bis wir erfahren, wie es mit den Feenlieblingen weitergeht. Ein Gutes hat die Sendepause allerdings auch für uns Zuschauer. So müssen die keine Angst haben, dass wir eine Folge verpassen, während wir unter dem Weihnachtsbaum oder beim Entenbraten sitzen.